Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr wisst ja vielleicht, dass ich im Jahre 2019 jetzt ein kleines Tschechien-Projekt habe. Das wurde von der Leipziger Buchmesse und dem Gastland Tschechien auf der Leipziger Buchmesse angeregt. Ich wollte mich gerne so ein bisschen auf die Buchmesse vorbereiten und habe dann einfach gedacht, ich widme mein Lesejahr so ein bisschen Tschechien und setze mich ein wenig mehr mit tschechischer Literatur auseinander. Und in diesem Rahmen habe ich auch dieses sehr schöne Büchlein gelesen, Worten auf Kafka von Martin Becker. Das Buch habe ich als kostenloses Rezensionsexemplar vom Luchterhand Verlag erhalten. Also nochmal ein ganz herzliches Dankeschön. Das Buch kostet 16 Euro hier so in dieser Klappbroschur und es hat ungefähr 220 Seiten. Es erschien Anfang dieses Jahres. Es ist ja mit dem Untertitel versehen, eine literarische Seelenkunde Tschechiens, und das ist auch das, worauf uns Martin Becker hier mitnehmen möchte. Er hat die Rahmenhandlung so gestaltet, dass wir uns in einer ja etwas spelunkigen Bierstube in Prag treffen mit ihm, und er führt einen Dialog mit dem Leser, beziehungsweise er erzählt uns so ein bisschen bei mehreren Bieren, was er so erlebt hat in Prag und warum sein Herz für Prag so sehr schlägt und sein Interesse für die tschechische Literatur so groß ist. Dabei erzählt uns dieser Autor viel Persönliches, was er an Prag und an Tschechien so sehr mag, was er während seines Aufenthaltes in der goldenen Stadt so erlebt hat und wie auch so seine Sicht auf die tschechische Literatur ist, welche Einflüsse er darin sieht. Tschechien ist ja ein relativ kleines Land, umgeben von sehr großen Mächten und hatte darunter auch in der Geschichte oft zu leiden und war ganz oft fremdbestimmt, was sich auch in der Literatur natürlich niederschlägt. Und er sieht dann diesen ja, Schelm, der in der tschechischen Literatur ganz häufig auch zum Vorschein kommt, als Folge dessen. Er nimmt uns also mit auf eine Reise durch die kleinen Gässchen in Prag und durch diese magische Stadt und erkundet auch, was daran so magisch ist, was vielleicht auch einfach nur hinzugedichtet und welche Schattenseiten die Stadt auch haben kann. Und natürlich gibt es auch ganz, ganz viele Kurzbiografien und Einblicke in das Werk verschiedener Autoren. Einige Schriftsteller, die der Autor hier nannte, waren mir bereits bekannt, so zum Beispiel Karel Čapek. Von dem las ich ja Ende letzten Jahres, glaube ich, war das noch die Bezirksstadt, was ein sehr großes Highlight für mich war. Auch Jaroslav Hašek, da habe ich das Leben des braven Soldaten Švejk noch hier zu lesen. Natürlich Jan Neruda, Milan Kundera, das sind die großen Namen, die jeder kennt. Aber ich habe mir hier auch ganz viel angestrichen an Büchern, die ich gerne noch entdecken möchte. Also er spricht ja auch ganz viel über Autoren, die mir noch unbekannt waren. Es gibt zum Beispiel eine tschechische Märchensammlung, die er hier anspricht, die ich sehr, sehr gerne lesen möchte. Aber auch die Theaterstücke des ehemaligen Präsidenten Václav Havels oder auch die sehr moderne Schreibweise Teresa Samon, jetzt habe ich natürlich den Nachnamen vergessen, Samotamova. Die möchte ich auch sehr gerne entdecken. Und das Praktische ist, dass er nicht nur im Fließtext dann darauf eingeht und so seine eigenen Leseerlebnisse berichtet, ebenso wie er auch die Werke mit Orten in Prag oder in Tschechien verknüpft, mit eigenen Erinnerungen. Er hat auch nach hinten drin dann so ein kleines Literaturverzeichnis, in dem er dann die Werke nochmal oder die einzelnen Bücher nochmal aufführt, die er hier nennt im Buch. So ist meine Wunschliste hier natürlich gewachsen beim Lesen und es hat mir auch viel Freude gemacht, hier so durch Prag zu schlendern, zusammen mit dem Autor. Was mir so ein bisschen weniger gefallen hat, war, dass die Kurzbiografien, die er einbaut, zwar immer sehr schön mit seinen eigenen Erlebnissen und mit Lokalitäten vor Ort verknüpft wurden, aber der Aufbau dann doch jedes Mal sehr, sehr ähnlich war. Das wird immer wieder aufgelockert durch seine eigenen Erzählungen zwischendurch, was er so erlebt hat. Er lässt auch selbst noch so ein Art magisches Element mit einfließen oder ein mystisches Element in seinen Bericht. Es gibt immer so ein paar Begegnungen, die ja aus dem magischen Prag gegriffen sein könnten. Es geht hier auch sehr viel um Alkohol und das war auch so ein kleiner Minuspunkt für mich. Natürlich gehört Bier zur tschechischen Kultur
Ebenso wie zum Beispiel auch Becherovka oder ein Glas Absinth. Vielleicht dazu gehört die kleinen Bierstuben natürlich und das Erzählte in diesen Bierstuben. Aber diese Zwischentexte sind dann immer übertitelt mit dem jeweiligen Glas Bier und insgesamt gibt es sieben solche Zwischentexte. Also sind wir am Ende beim siebten Bier und auch in der eigentlichen Erzählung oder in diesen kleinen Berichten über die tschechische Literatur geht es ganz, ganz oft um Bier und Schnaps. Und das wird beides in Unmengen konsumiert. Und ich muss ehrlich sagen, wenn ich wirklich mit Martin Becker in einer Prager Bierstube sitzen und auf Kafka warten würde, dann würde ich ihm spätestens nach dem vierten oder fünften Bier nicht mehr folgen können. Also ich hatte hier mitunter den Eindruck, dass er Tschechien etwas klischeehaft eben auf das Bier, auf den Schnaps reduziert. Und das ist natürlich ein kleiner Teil der tschechischen Kultur, aber eben nicht das zentrale Element. Und dazu wurde es hier im Buch mitunter gemacht. Trotzdem kann ich euch das Buch sehr empfehlen, wenn ihr einen unterhaltsamen Einstieg in die tschechische Literatur sucht und wenn ihr euch vielleicht so ein paar Anregungen holen möchtet, wie ihr noch mehr über tschechische Autoren und die tschechische Kultur erfahren könnt, wo ihr am besten mit dem Lesen anfangt und in welche Richtung die verschiedenen Autoren hier gehen. Das war wirklich schön. Vielleicht ist es auch eine gute Lektüre, falls ihr euch mal auf den Weg nach Prag macht und dann dort während einer Zugfahrt oder während einer Flixbusfahrt oder wie auch immer ihr nach Prag kommt, dann das Buch lesen möchtet. Ich denke, das bringt auch so die richtige Vorfreudestimmung auf diese wirklich sehr, sehr schöne Stadt. Ich habe dem Buch insgesamt gute 3 Sterne gegeben. Ich lag so zwischen 3 und 4, also es hat mir Spaß gemacht, aber ihr habt ja auch meine Kritikpunkte gehört. Und damit bedanke ich mich fürs Schauen. Ich hoffe, euch hat die Rezension gefallen und würde mich natürlich wie jedes Mal über Kommentare freuen. Vielleicht wart ihr ja schon in Prag. Wie hat die Stadt auf euch gewirkt? Habt ihr auch alle Bierstuben dort durchprobiert? Oder was habt ihr so von Prag mitgenommen? Und ich wünsche euch jetzt noch eine ganz, sehr schöne Zeit, bis wir uns dann hoffentlich bald im nächsten Video wiedersehen. Tschüss!